da fährt unser Bus, der sich überraschenderweise nicht als unser 12-Stunden-Bus herausgestellt hat, sondern wir sind jetzt in Phnom Penh rausgeschmissen worden und warten jetzt hier mit anderen Backpackern auf andere Busse. Mal schauen. Wir sitzen jetzt nach knapp 2 Stunden, glaube ich, die wir an dem Bahnhof in diesem kleinen Büro verbracht haben, im nächsten Bus. Es ist mittlerweile kurz vor 7. Ja, mal sehen, wie lange wir jetzt fahren, ob wir am gleichen Bus bleiben. Wir sind gespannt. Na, wie geht's dir so nach 14 Stunden im Bus? Beschwer das raus. Wir halten jetzt mal wieder an. Ich glaube, wir haben noch so 1,5 Stunden, also zumindest laut Google Maps. Wahrscheinlich werden es nochmal 3 werden. Es ist jetzt um 12. Wir sollten eigentlich um 12 da sein. Eigentlich sollten wir um 10.30 Uhr da sein. Ja, wir haben auf jeden Fall den Rückflug gebucht. Das habe ich dann in der Nacht schon gemacht, als wir dann 2 Stunden in Phnom Penh gewartet haben. Ja. So, nach 14 Stunden sind wir endlich in Schurkville angekommen. Schurkville wollen wir euch einfach gar nicht zeigen. Nee. Das ist viel zu hässlich da. Und wenn ihr hierher kommt, dann könnt ihr diesen Ort auch einfach skippen. Aber dafür zeigen wir euch Koranong Salmonellen. Salmonelle. Den Namen blenden wir jetzt mal schnell unten ein. In aller Ausführlichkeit, weil ich glaube, wir haben hier unsere Trauminsel gefunden. Ja. Und du so? Chillaxen sagt man, glaube ich. Ist ja ganz nett. Ne? Wir sitzen nicht mehr in der Bar. Fuck. Auf der Insel wurde jetzt der Strom abgestellt, von daher. Gute Nacht, mein Freund. Und im Klo haben wir heute Nacht Besuch von einem giftigen Tausendfüßler. Aber auch der verabschiedet sich gerade, hoffentlich. Da haben wir uns ein bisschen erschrocken gerade. Oh, guten Morgen, ey. Heilige Scheiße. Nicht nur, dass man die ganze Nacht von Mücken zerfressen wird. Es liegt ja auch noch ein giftiger Tausendfüßler unter Eriks Kopfkissen. Oh, fuck. Damit wir unseren Kreislauf heute mal ein bisschen in Schwung bekommen, gehen wir jetzt um kurz nach 4. Das erste Mal aus dem Haus. Es hat ja auch die ganze Zeit geregnet. Wir besorgen uns mit Cola, um irgendwie klar zu kommen. Und ja, laufen jetzt 45 Minuten zum Driftwood Bay einmal hier durch. Na dann. Hier ist einfach kein Schwein. Nachdem wir jetzt gefrühstückt haben, mal wieder viel zu viel, geht's jetzt Kanu ausleihen und wir werden uns diese Insel mal von der Nähe anschauen. Natürlich haben wir die Drohne und von oben. Die Schnorchelsachen bei. Ja. Na dann wollen wir mal. Wir haben Glück mit dem Wetter. Die Sonne wird uns nicht so auf den Pelz scheinen. Und rüber geht's zur Insel.
unserem letzten Abend haben wir auch endlich mal hier einen schönen Sonnenuntergang, den wir natürlich direkt in eine Timelapse umwandeln. Hoffentlich wird's was und irgendjemand löscht das nicht, wie, weiß nicht, was vorher passiert ist. Und ja, genießen wir den Abend.